Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Skyrim-Folge, meine Freunde. Ich war schon mal so frei und habe aus unserem Haus alles an Material rausgenommen, zusammengeschmelzt, eingekauft. Und wir brauchen nur noch verbessern, schmieden und sonstiges. Diese tun wir übrigens mal als erstes verbessern. Ich war mal so frei und habe schon mal geschaut, was wir überhaupt alles erbauen können und verbessern können. Und nun ja, das hier lässt sich da am besten verbessern. Vielmehr können wir ansonsten auch gar nicht verbessern schon, weil wir alles zu viel Zeug haben, was wir noch gar nicht haben vom Schmiedeskill. Wir hatten zwischendrin schon beim Einkaufen ein Level-Up, weil ich gleichzeitig auch ein bisschen verkauft habe. Und jetzt müssen wir nur noch die Schmiedekunst hoch genug treiben, würde ich sagen. Und mit was geht das denn besser als mit Schmuck? Okay, das heißt, wir brauchen Silberbahn und Amethyste. Was ist am meisten wert? Oh, definitiv diese da. Jawohl. Zack und zack. So, alle Silber haben wir schon mal verbraucht. Jetzt kommt natürlich der silberne Diamantring. Jawohl. So, alles Gold haben wir auch verbraucht. Das silberne, der goldene Diamantring natürlich. Okay, schmuckmäßig haben wir alles. Stahl, wir haben natürlich auch Stahlbarren, wo wieder die Dolche dran glauben dürfen. Joa. Oder Moment, es gab doch was auch mit Stahl ohne Eisen, oder? Schauen wir mal. Da ist eine Eisenbahn. Eine Eisenbahn. Eisenbahn. Alles mit Eisenbahn? Gibt's doch nicht, das Schild war doch ohne, oder? Ne, mit einem. Ein Eisenbahn, drei Stahlbahn, vier Stahlbahn. Vier Stahlbahn, ein Eisen und zwei Stahl. Dann kommen auch gleich Stahl durch. Der hat 1-1. Na dann. Haben wir doch schon mal Schmiedekunst 70. Ja, machen wir hier weiter mit normalen Dolchen. Für unsere 80 wird es wohl leider nicht reichen, die wir brauchen. Aber okay. Eventuell könnten wir Lederzeug machen. Ein Leder, zwei Streifen. Oh, mach mal Lederzeug. Müssen wir doch noch mal einkaufen, denn Leder habe ich alles zu Streifen gemacht, wie ihr gesehen habt. Sonstiges. Ist jetzt neues Erz, was uns was bringt? Nein, nur Leder. Jawohl. So. Vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Stopp, wir haben noch schon Leder. Nee. Stopp. So, schmieden. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied im Weißlauf bin. Diese und Ehre zwar gebührt. Diese da. So. Noch mal ein paar Skillpunkte. Auch wenn es immer noch nicht bis 80 reicht. Ist nicht so einfach, ne? Kennt ihr meinen Vater? Er ist der Vogt oben in der Drache. Ja. Ich helfe meinem Vater. Hattest du noch mehr? Klingen, so Pelze Helme, oder so? So ziemlich alles, was ihr braucht. Nicht wirklich, ne? Kauf ein paar diese, paar davon. Was wir jetzt allerdings machen, ist den ganzen Mist verkaufen. Ja. Können wir auch verkaufen nebenbei. Und jetzt diese ganzen Eisendolche. Wir haben leider keinen Ebenerz mehr übrig, um dieses da zu verkaufen. Zu verarbeiten. Und hier waren noch Stahldolche. Yep. Okay. Ja, ich könnte jetzt hier natürlich noch dieses und jenes verkaufen. Die habe ich übrigens alle gekauft, weil ich dachte, ich kann sie verarbeiten. Und das kann ich nicht. Bis zum nächsten Mal. Daher hat die auch ihr ganzes Geld. Egal, ich habe mich entschieden, dass das eine Schmiede-Episode wird. Also geht's in die nächste Stadt, in die nächste Schmiede. Gehen wir noch Markhard, da waren wir noch gar nicht. Zum Schmieden zumindest. Jo. Okay. Und vergesst nicht, auch nachher bei Arx Fatalis reinzuschauen.
wo heute auch noch die erste Episode hochgeladen wird. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es allen noch Rollenspielfans gefallen wird, auch wenn die Grafik wohl nicht die neueste ist. Und das muss man ganz klar zugeben. Leider. Aber, hey. Rein theoretisch könnte sich jetzt irgendein Fachkundiger ransetzen. Der Source Code von dem Spiel ist kostenlos verfügbar. Man kann es benutzen und im Prinzip können wir jetzt auch die Grafik-Engine damit ein bisschen bearbeiten und aufpolieren. Es kursieren Gerüchte über euch. Schlechte Kunde aus Dämmerstern. Aha, ich will eine Schmiede haben. Wird bist du? Gemischt worden, da ist er schon am Anfang. Und sobald wir hier eingekauft und verkauft haben. Habt ihr den ganzen Lärm da draußen gehört? Bla bla bla. Also haben die Sturmmäntel die Feste erobert? Vielleicht steht ihnen Talos wirklich bei. Das ist mir eigentlich egal. Bei den Göttern ist es derart. Dieser Laden, bietet ihr eure Dienste an? Vielleicht als Söldner? Von mir aus, aber ich wollte eigentlich nur kaufen. Auf euch wartet bei eurer Rückkehr ein Batzengold. Ihr da. Kann ich bei dir kaufen? Kümmert sich um die Kunden. Ich sehe nur nach den Lieferungen. Ihr könnt jederzeit. Nein, ich bin nicht Arenleif. Oh Mann, der Marktplatz wird angegriffen. Ja, ja, ja. Das waren die Abgeschworenen, nicht wahr? Ja. Ich verliere wegen dieser Barbaren jedes Jahr Dutzende von Lieferungen. Und jetzt sind sie schon in der Stadt? Toller Laden. Na egal. Wir sehen uns wieder, sobald ich die Schmiede gefunden habe. Bis hier. Gleich. So, und da ist die Schmiede. Also der Helfer. Kaufen und so. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Jojojo. Sonstiges, was haben wir denn da Schönes? Oh, viele Eisenbahnen sind immer gut. Die sind sehr, sehr gut. Für orkische Schmiedekunst. Stahlbahnen sind natürlich gut. Leder ist auch gut zwischendrin. Ja, sehr schön. Kommt zu mir, wenn ihr etwas geschmiedet habt. Jojojo. Ich schmiede selber. Danke, danke. Okay, dann fangen wir doch zuerst mit Ork-Zeugs an. Moment, nebenbei können wir, bevor wir schmieden, jetzt damit, glaube ich, unsere Rüstung verbessern. Das bringt nichts. Jawohl. So. Bringt nicht wirklich viel, aber es sind Punkte. Nicht? Nicht mal. Aber es mit neuen Rüstungsteilen. Es gibt ja fast gar keine. So. Orkisch. Und dann. Kein Dolch. Da ist er. Jawohl. Oh ja, und die geben gut Erfahrung, wenn auch immer noch nicht genügend. So, noch ein paar Stahldolche. Na ganz toll. Ah. Ach, kaiserliches wird mit aus Stahl gewonnen. Ohne Eisen. Oh, hätten wir mir jetzt nicht vorher sagen können. Schmiedekunst 77. Ja. Wir haben noch Leder. Ah, und jetzt wird umgedreht. Ein Streifen und zwei Leder. Perfekt. Jetzt haben wir 78. Das reicht uns aber immer noch nicht. Braucht ihr eine neue Klinge? Nein, ich brauche eine neue Schmiede. Gehen wir mal nach. Hey, das trifft sich eigentlich ziemlich gut. Warte mal, wo war das? Nicht Einsamkeit, sondern Dämmerstern. Nein. Moment, wo war der Zirkel? Mortal nicht. Nee, da waren wir ja noch nie. Da, Winterfeste, genau. Denn der Zirkel ist die Fraktion, die wir als nächstes durchspielen. Diebesgilde kommt zuletzt. Die mag ich nicht. Okay. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit weiter zu schmieden. Das ist mal wieder eine etwas ruhigere Episode im Vergleich zu den anderen. Wo wir so viel gekämpft haben und so viel auf unsere Rüstung bekommen haben. Es ist ein Wunder, dass man die nicht reparieren muss.
So, Schmiede. Ich bin mir sicher, ihr habt eine. Ich grüße euch, Gefährte. War die hier hinten irgendwo? Ne. Hm. Ich schalte wieder ein, sobald wir an der Schmiede sind. Bis gleich. Okay, und da sind wir auch schon wieder. Und wir haben nicht mehr wirklich viel Zeit, deshalb kaufen wir dann nur schnell ein. Oh, perfekt. Brauchen wir nur einen von. Da nehmen wir doch alle. Und dann nehmen wir auch alles und alles. Und die nehmen wir. Ne, die nehmen wir nicht. Aber wir nehmen alle Stahlbarren. Und das reicht uns jetzt auch schon. Kommt so. Wieder, wenn ihr Stahl braucht. Und jetzt schmieden wir ganz schnell. Ja, lass mich mal ran. Kaiserlicher. Ja, Armschienen. So. Das restliche Leder wandeln wir jetzt auch ganz schnell um. Ja, muss gerade alles ganz schnell gehen. Hey! Ich hab gesagt schnell. So, Lederstreifen, jawohl. Und jetzt haben wir schon einen Fehler gemacht, wir brauchen auch Leder dafür. Richtig. Schlagen. Ah, wir haben ja noch ein Schild. So. Und aus dem Rest machen wir jetzt einfach Dolche. Aber selbst davon kriegt man nicht genügend. So. Okay, aber wir haben Stufe 8 und das heißt, also 80 und zwar Schmiedekunst und oh, zwei Level-Ups damit gemacht mit dem ganzen Schmieden jetzt. Okay. Das heißt, wir können schon mal auf Ebenerz Schmiedekunst gehen. Zack. Und damit beende ich jetzt auch die Episode. Wir sehen uns dann in der nächsten. Moment, was kann man da jetzt bauen? Das möchte ich jetzt auch nicht übel. Hübsch. Okay. So. Ne, ich möchte jetzt wissen, ob ich noch schnell meine Waffe verbessern kann. Nein, kann ich nicht. Wir haben hier keinen Schleifstein. Okay, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ich verkaufe jetzt. Tschüss.